Hallo zusammen, ich mache hier heute den Erzähler. Das hier ist der Versuch, eine Liebesgeschichte zu erzählen. In Filmen kommen die Darsteller immer zusammen, egal was ihnen im Weg steht und wie unmöglich eine Beziehung scheint. Das wird in dieser Geschichte auf die Spitze getrieben, so viel sei verraten. Ich meine, ich kenne die Geschichte und weiß auch, wie sie ausgeht. Ist ja klar, sonst würde ich sie nicht erzählen. Also, zur Ausgangssituation. Nehmen wir einen Jungen, der einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat. Er wählt eine extreme Weise, damit umzugehen. Umso witziger, dass ich die Geschichte erzähle. Aber ihr werdet hinterher wissen, warum. Und in dem Prozess der Verarbeitung trifft er eine junge Frau. Aber seht selbst. I wonder how our life will turn. Wenn du einen Raum hast und den so gut es geht verstecken willst, wie machst du das? Nimmst du einfach einen Schrank als Tür? Ist das genial oder zu offensichtlich? Ein Schrank? Keine Ahnung. Also da musst du auf jeden Fall aufpassen, dass der nicht fehl am Platz wirkt. Ja? Der muss da genau reinpassen in so einem Raum. Ich weiß nicht, wäre es nicht besser, den Eingang ein Stockwerk tiefer zu machen? Das finde ich genial. Ein Stockwerk tiefer, so eine versteckte Leiter oder im Kamin wie bei Harry Potter. Da macht es Puff und du bist weg. Ja, aber warum zum Teufel brauchst du überhaupt einen geheimen Raum? Ich meine, willst du eine Frau vergewaltigen? Spinnst du? Einen Mann? Ich meine, so einen Raum, ja, wo du sie fesseln oder ihn knebeln kannst. Niemand hört ihre Schreie oder seine und deine hört man auch nicht. Und dann kannst du deine ganzen kranken Fantasien an sie auslassen. Oh ja, das stimmt. Perverse Schwein. Ich will einen Raum, um Ruhe zu haben. Ruhe vor den Leuten, Ruhe vor der Welt. Ein Geheimnis nur für mich. Ein Ort, wo mich der Regen nicht trifft. Wow, das ist echt tiefsinnig. Weil, wenn man bedenkt, dass... Warte. Ich glaube, da vorne, da ist es. Ja. Du kannst doch nicht die ganze Zeit nur die Menschen anglotzen bei so einer Feier. Du musst tanzen! Willst du dir jetzt die ganze Zeit nackt vorstellen oder sprichst du sie vielleicht auch mal an? Ja genau, mit dem Korb nach Hause zu gehen. Ach, beschweren kannst du dich hinterher immer noch. Tanz ein bisschen und wenn sie dich anschaut, zwinker ihr zu. Diese Backpfeife kam nun wirklich von ihr. Aber die Grundkonstellation steht damit. Wir haben unseren Hauptdarsteller, welcher einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat, wenn alles glatt läuft, seine Herzensdame, und vielleicht habt ihr mich ja schon erkannt. Ich bin Oscar. Dieses reizende junge Mädchen heißt Lisa und sie ist kurz davor, Paul ein zweites Mal zu begegnen. Nichtsahnend läuft sie hier über den Weg und genießt die Sonne. Oder was auch immer, denn Gedanken lesen kann ich nicht. Warum ich diese Szene so beginne, obwohl ich gar nicht dabei war, wie Lisa hier spazieren geht? Ganz einfach, weil sie so sehr viel lustiger ist. Verdammt!
Du weißt, dass das gleich ein Desaster wird, oder? Du hast ja nur Angst zu verlieren. Du kannst eben nicht alles können. Theoretisch kann ich das ja, aber praktisch wird das schwierig umzusetzen. Das sind doch alles Ausreden. Toll! Und jetzt zu dem Ball wieder! Alles in Ordnung. Entschuldigung. Kann ich dich vielleicht auf einen Kaffee einladen oder so? Ich trinke keinen Kaffee, aber ich würde vielleicht eine heiße Schokolade nehmen oder so. Du kannst natürlich trinken, was du willst. Ja, warum nicht? Ich könnte schwören, dass ich dich schon mal gesehen habe. Ich glaube, da täuschst du dich. Also zumindest habe ich dich noch nicht gesehen. Ich glaube, daran könnte ich mich erinnern. Stimmt, viel besser als Kaffee. Ist was? Ach nein, da war nur irgendein Vieh. Die beiden kennen sich nun und selbstverständlich hatte ich auch meine Finger im Spiel. Überspringen wir die peinlichen ersten Treffen. Um die Geschichte zum Höhepunkt zu bringen, steigen wir an dem Punkt wieder ein, an dem es heißt, alles oder nichts. Paul lädt Lisa zu sich nach Hause ein. All along I thought I knew you, but it didn't feel quite right. Ganz ehrlich, ein so hervorragendes Essen hätte ich nicht erwartet. Ich dachte mir vorhin, hoffentlich kocht er besser als er tanzt. Was soll das denn jetzt heißen? Ich bin doch wohl ein Ausnahmetänzer. Ich bin der Picasso des Tanzens, der Tarantino des Taktgefühls. Ja, oder einfach ziemlich talentiert in Selbstüberschätzung. Warte, ich bin gleich wieder da. Oskar, wie kommst du denn hier rein? Mit dem Schlüssel, den du mir gegeben hast, Paul. Wir haben auch in die Tür ausgetauscht. Das ist doch auch egal. Jetzt bin ich hier, kann ich retten. Wovor denn? Es läuft doch super. Du verstehst es einfach nicht, oder? Ich verstehe sehr wohl. Du bist hier, um mein Date zu sabotieren. Das schaffst du doch schon ganz alleine. Du gönnst es mir einfach nicht. Ganz schön warm hier, ich mach mal das Fenster auf. Was ist los mit dir? Ich dachte, bisher läuft alles super. Es läuft ja auch gut, ich bin
Vielleicht nur ein bisschen nervös. Brauchst du nicht, dazu gibt's keinen Grund. Nein! Nein! Das schaffst du doch ganz alleine. Howard, warum bist du hier? Deinetwegen! Du bist nicht nervös! Du bist emotional verkrüppelt! Ich brauche keinen Schlüssel, um hier reinzukommen! Paul, was ist los mit dir? Er versaut es uns! Da ist niemand! Wie zum Teufel schreist du an? Wer spielt das verkrackte Spiel? Lass mir mein Glück! Du bist doch verrückt! Du hast sie doch gehört! Ich bin gar nicht hier! Hör mit der Scheiße auf! Das ändert nichts. Damit musst du jetzt selber klarkommen. Krieg dein Leben auf die Reihe. Mich gibt es nicht mehr. Wie es mit den Beinen endet, kann ich euch nicht sagen. Das kann euch keiner sagen. Deswegen sind diese ganzen Liebeskomödien auch so unlogisch, weil es keine Patentlösung gibt. Lasst die Geschichte einfach in eurem Kopf enden. Warum ich euch das erzähle? Damit ihr nicht aufgebt. Okay, das sind große Worte, ich weiß. Und Pauls Geschichte passiert jetzt auch nicht jedem, aber es sind die kleinen Dinge im Leben, die es einem echt schwer machen. Hab keine Angst davor, verrückt zu werden. Die Verrückten haben die Irrenanstalten längst übernommen. Ich war Oscar, Pauls bester Freund. I wonder how our life will turn. All the items we have got. We're nice and neat and decent too. Center.